Wir sind jetzt auf dem Plainpalais in Genf, weil wir dort das grösste Plakat mit den grössten Vogeln der Welt ausbreiten. Und in der Schweiz ist das der einzige Platz, wo es Platz hat. Das ist das erste Mal, wo man auf der Welt über das bedingungslose Grundeinkommen abstimmen tut. Und das stellt riesige Fragen. Die essentielle Frage von dieser Initiative ist, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Every inhabitant in Switzerland should get a basic income floor, which is paid out unconditionally. So there's no strings attached to this payment. And that's a very new way of having a social welfare system. Wir gehen von der Kultur aus und die Kultur muss in die Wirtschaft, in die Politik, in alles. Kultur ist eigentlich der Ausgangspunkt und das haben wir vergessen. Und darum ist es so arm überall. Auch wo viel Geld ist, ist es sehr arm. Und das wollen wir, dass der Reichtum, der in der Kultur liegt, im Menschlichen liegt, im Weiterdenken liegt, in der Frage liegt, in der Lust am Weitergehen liegt, dass das in die Gesellschaft viel stärker kommt. I think it works because everybody in society agrees that everybody should have a minimum level of dignity and an income. Why don't we trust our citizens to make the best out of their lives? Als wir uns entschieden haben, dieses Projekt zu realisieren, war der aktuelle Guinness-Weltrekord für das größte Plakat 6600 Quadratmeter. Während der Vorbereitungszeit, nachdem wir die Crowdfunding-Kampagne schon gelauncht hatten, wurde dieser Weltrekord überboten, sodass wir erst am Boden zerstört waren und dann uns aufgerafft haben und gesagt haben, jetzt erst recht. Und so sind wir auf dem Clan du Plainpalais in Genf gelandet mit insgesamt über 8000 Quadratmetern und über 7 Tonnen Gewicht. Congratulations to your new Guinness World Record title of the largest poster. You are officially amazing. That's amazing. Isn't that nice? That's amazing.